Wie ihr seht, bin ich am 800 Liter Aquarium noch kurz. Da wollte ich euch auch noch kurz einen Zwischenstand geben, was hier noch dran passieren wird. Und was ganz selten ist, man sieht mal die L177 Golden Nugget. Der zweite Licht hier zwischen. Und sonst seht ihr, ich habe hier wirklich Vallisnerien rausgenommen ohne Ende. Ich habe die Scheiben wieder mit der Rasierklinge abgeschoben. Und ich habe die komplett nochmal gekürzt. Von der Cryptocurrine Crispatula habe ich so viel rausgenommen. Jetzt ist es ja wärmer, dann könnte ich auch anfangen, Pflanzen zu verschicken, wenn jemand möchte. Ich habe jetzt bei eBay Kleinanzeigen für 10 Euro immer 10 Pflanzen, also 10 Triebe. Von der Cryptocurrine habe ich immer 3 reingepackt oder 4. 3 Vallisnerien, 3 Ludwigias und noch eine Alternantera oder sonst irgendwas anderes. Ein Trieb von den Rotalas oder ein Blatt abgeschnitten von der Anubias, die ja auch sofort wieder Wurzeln bilden und neue Pflanzen, also gar kein Problem. Und wenn ihr Interesse habt, mit Versandkosten kann ich euch natürlich schicken. Ja, was ich hier ändern werde, ist, da wir hier die 20 mm Rohre haben und der 90 Grad Winkel wirklich stark dafür sorgt, dass die Ausflussgeschwindigkeit verringert wird und gerade auch der Durchfluss, sogar teilweise bis zu 40%. Deshalb kommt hier jetzt eine Muffe drauf mit einem 40er Rohr, mit einem 40er Winkel. Und der 40er Winkel ist so viel größer, dass der Verlust eigentlich nahe Null ist. Und die kommen auch ein bisschen tiefer dann, gerade der, wo der CO2-Diffusor dran hängt, hier unten hin, damit das CO2 nicht so nah an der Oberfläche ist und besser vom Wasser aufgenommen werden kann. Ja, allgemein sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Aquarium, wisst ihr ja. Und die Cryptocurrinen hier vorne werde ich noch rausnehmen. Also wenn ihr Interesse habt, gerne in die Kommentare schreiben und die werde ich einen Teil noch nach hinten setzen und das in der Mitte so als ja, Trennwand, sage ich mal, und die Vallisnerien hier vorne wieder rüberziehen, da rausnehmen, damit man die Wurzel auch wieder besser sehen kann. Und dann müssen wir natürlich noch überlegen, ich habe ja noch diese riesen andere Wurzel aus dem Zozaya geholt für, ich glaube, 28 Euro, 25 Euro. Die kommt hier an der Seite eigentlich, aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das machen will. Hier habe ich euch einmal die Muffe, damit ihr das mal seht, im Verhältnis das dünne Röhrchen da und danach dieses 40er Rohr, also 4 cm und 2. Ich kann euch den Link, wo ich die bestellt habe, ja gerne unten reinsetzen. Bin da sehr gespannt, wie das dann nachher funktioniert und hier den großen Winkel natürlich weitaus besser als der kleine. Dazu habe ich natürlich auch noch ein Stück Rohr, was dazwischen geklebt wird, nach hier unten rein und hier vorne gucken wir dann, ob das überhaupt nötig ist. Vielleicht ein bisschen weiter, um nach vorne zu kommen, aber sonst sollte das Ganze einfach super klappen. Insgesamt habe ich 2 Winkel bestellt, 2 Muffen und einen 1 Meter Rohr und war, glaube ich, mit Versandkosten bei 17 Euro. Also kein Problem, der kostet, glaube ich, um die 2 Euro. Ist also alles bezahlbar. Bis 15 Bar Druck, glaube ich, oder 10 Bar reicht vollkommen aus. So, wie ihr seht, sind wir wieder am 325 Liter Aquarium. Nicht wundern, das ist ein bisschen trüb, weil ich es gerade am Wasserwechsel machen bin. Ich habe schon mal die Pflanzen rausgerissen. Zumindest die Sessiloflora habe ich hier vorne ein bisschen geschnitten. Die hinten kommen noch. Und die Vallisnerie werde ich oben auch bis da hinten wegschneiden. Und dann oben die Blätter kürzen, damit hier unten wieder genügend Licht ankommt. Ja, ich wollte euch einen kurzen Zwischenstand geben. Die Woche ist rum, die Behandlung ist durch. Und wie man hier sehen kann, Fische sind alle topfit. Auch der Skalar hinten ist noch immer topfit. Ich hatte kurz nachdem ich das Mittel reingetan habe, durch den hohen Zuckergehalt, der in dem Konkurat ist, eine Algenblüte, eine Bakterienblüte. Das heißt, Wasser ist komplett weißlich milchig geworden. Und das ist aber nicht schlimm, das geht nach ein paar Tagen wieder weg. Bakterien sind dann, hoffe ich, nicht verändert. Wobei ich habe auf jeden Fall schon mal hier von Aka wieder Starterbakterien geholt und die werde ich später auch wieder reintun. Das ist das Night Out, das wandert Ammonium und Nitrit in Nitrat um und so verhindert man halt, oder Ammonium zu Nitrit und zu Nitrat, um eben diesen Nitritpeak zu verhindern, der dann auftreten könnte, aber nicht muss. Deshalb bin ich vorsichtig und will natürlich nicht, dass die Tiere hier verenden. Deshalb habe ich das Mittel erstmal mitbestellt und
Demnach bin ich dann sehr zufrieden, sobald ich hier weiß, nach ein paar Monaten, ob hier wirklich auch alles weg ist. Ich habe jetzt hier bei dem Skalar auch geguckt, der ja leider etwas dünn geworden ist, wie man hier sehen kann, durch die Würmer. Ich hoffe, den kriege ich wieder aufgepäppelt. Aber man sieht hier unten am After, es sind, soweit man sehen kann, keine Würmer mehr da. Auch bei den Pachtschmerzen habe ich nichts gesehen. Und hier bei den siamesischen Rüsselbarben unten ist soweit auch nichts. Hier meine weiße, die schon von Anfang an blind war, ist auch kerngesund. Und bei den Kongos habe ich sowieso von Anfang an nichts gesehen, gar nichts. Welse wird man jetzt nicht sehen. Die kommen meistens nur später, nachmittags oder abends raus. Meistens schon, wenn es dunkel ist. Und dort habe ich aber gestern Abend zum Beispiel bei dem Albino Ancestro bisher keine Würmer mehr gesehen. Das heißt, es sollte wirklich angeschlagen haben und ich bin natürlich sehr froh, dass das geklappt hat. Daher ist auf jeden Fall diese Behandlung schon mal angeschlagen. Ja, wichtig war noch, ich hatte die CO2-Anlage ja ausgemacht, hatte denn auf jeden Fall auch das Plätschern oben so eingestellt, dass es relativ stark plätschert, um eben viel Sauerstoff ins Aquarium zu bringen, damit die Tiere auch genügend Sauerstoff noch haben, da die Behandlung auch durch die Bakterienblüte eben sehr viel Sauerstoff benötigt. Und darum solltet ihr auch wieder dran denken. Ich habe die gerade wieder angemacht, damit die Pflanzen wieder wachsen. Ich mache jetzt einen 50%igen Wasserwechsel und dann werde ich die Starterbakterien ins Aquarium geben und dann werden wir sehen, wie das Ganze sich die nächsten Tage entwickelt. Ich werde natürlich immer wieder Zwischenstände geben auf Instagram und auf Facebook. Wird meistens doppelt geteilt, also wenn ich eins da teile, wird es auch auf dem anderen geteilt. Also könnt ihr auf jeden Fall sehen, wenn sich hier was getan hat. Und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Sollte natürlich kein Problem sein, wenn man die Würmer jetzt nicht mehr sieht. Heißt aber nicht, dass sie alle weg sind. Deshalb kann man die nochmal wiederholen nach zwei Wochen, tut mir leid, um eben nochmal genau komplett sicher zu gehen, dass die Tiere auch weg sind. Ja, hier, was sehr wichtig ist noch, einmal Aktivkohle, die kommt natürlich in den Filter rein, weil wir dort die restlichen Medikamentrückstände aus dem Wasser filtern möchten, was natürlich sehr wichtig ist, um eben die Biologie im Aquarium wiederherzustellen und auch so die Bakterien wieder in ein gutes Gleichgewicht zu kriegen und natürlich auch, um die Leber der Tiere nicht zu stark zu belasten über eine längere Zeit. Deshalb, wie gesagt, das Wichtigste jetzt ist auf jeden Fall Aktivkohle rein. Dann CO2-Anlage wieder anmachen und einen großen Wasserwechsel mit 50% mindestens. Starterbakterien sind auch sehr von Vorteil. Ich verlinke euch die Sachen auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, damit ihr dort auf jeden Fall nochmal nachgucken könnt. Und ich wurde unter dem letzten Video noch gefragt, was preislich auf jeden Fall mit dem Mittel ist. Eine 10er-Packung. Also 10 mal 7,5 Gramm. Die meisten, die nicht viele Aquarianer als Kunden haben, können diese Packung nur in 10er Packungen kaufen. Das heißt, ihr müsst die dann auch abnehmen. Das sind dann 22 Euro gewesen. Also ich habe sie in Einzelpaketen bekommen. Also 2 mal 7,5 Gramm. Wenn ihr natürlich 10 abnehmen müsst, habt ihr die natürlich rumliegen. Aber wenn ihr eben auch eine zweite Behandlung machen müsst, habt ihr dann auf jeden Fall noch genügend da. Ja. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ihr seht dann nachher von einem komplett gereinigten Aquarium Bild auf Instagram. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.